Dann bin ich hier jetzt wieder erneut am Start. Diesmal mit der R2S, DJI R2S, die neue. Und jetzt werde ich als allererstes mal die neuen Master Shots ausprobieren. Ich habe aus dem Filterset, aus dem ND-Filterset von DJI jetzt den ND16 mal drauf genommen. Ich bin ja eben die Mini 2 mit den ND32 geflogen und fand das Bild fast etwas zu dunkel. Und jetzt habe ich den 16er drauf und die Belichtung habe ich aber auf Automatik eingestellt, damit das Bild nicht zu hell wird dann auch. Vielleicht probiere ich dann im Anschluss auch noch mal den 32er, muss ich mal sehen. Okay, Aufnahme starten und das Fluggerät starten. Gefühlt ist sie ein kleines bisschen lauter als die R2 und natürlich auch als die Mini. Aber okay, ja, da bin ich im Bild. Sehr schön. Der Wind ist wieder etwas stärker jetzt, aber ich denke, das geht noch. Dann filmen wir mal kurz die Action 1. Da haben wir unsere Action 1. Und auf der anderen Seite filmt uns dann die Hero 9. Ja, heute liegt sie etwas ruhiger in der Luft als vor ein paar Tagen, wo ich mit der R2S im Sturm geflogen bin. Da sah das alles schon etwas unruhiger aus, aber so ist doch recht klasse. Eine schöne Detailaufnahme für die Hero 9 machen. Okay. So, jetzt, wow. Das ist der Cine-Mode. Nee, im Normal-Mode habe ich jetzt. Jetzt habe ich den Cine-Mode drin. Da ist sie etwas besser zu steuern mit. So. Schön, ja. Dann probieren wir mal unsere Master Shots. Gut. Ich fliege mal weiter zurück. Und Start. Ja. 2, 1. Ja, die Master Shots sind sicherlich ganz hilfreich, wenn man es mal eilig hat und nicht die Lust oder das Können drauf hat, um diese Aufnahmen selber zu erstellen. Dann geht das automatisch ganz gut. Okay, jetzt fliegt sie raus. Ja, sie macht halt etliche Flugbewegungen und erstellt dann eigenständig daraus einen kurzen Clip. Mal schauen, kreisen weit, aufwärts, vorwärts fliegen. Jetzt kommt sie wieder zurück, aufwärts und vorwärts fliegen. Geht mir nicht übers Meer, sonst ist sie weg. Rocket. Ja, diese ganzen Sachen, die auch in den Quickshots enthalten sind, vollführt sie dabei. Kamera runter und kreisen. Jetzt auf 40 Meter. Kamera gerade und Sinkflug.
Cinemode. Schön ruhig fliegt sie. Also sie lässt sich im Cinemode schon recht gut steuern. Sehr viel sensibler als die Mini 2. Das war ja einer der Kritikpunkte an der neuen R2S, dass es keinen richtigen Tripod-Mode mehr gibt, wie noch bei der Mavic 2, bei der Pro und der Zoom. Sondern jetzt haben wir nur noch den Cine-Mode und der ist nicht ganz so sensibel, so sensitive wie der Tripod-Mode. Also sie bewegt sich schneller in diesem Cine-Mode, aber trotz alledem gelingen doch ganz gute Aufnahmen, würde ich jedenfalls sagen. Das ist jetzt wie gesagt in dem Cine-Mode. Jetzt mal ein bisschen hier entlang geflogen. Alles schön auf Sicht. Ja. Fokus einstellen, das darf man immer nicht vergessen. Weiterhin super ruhig hier. Keine Leute. Nur ein paar Schafe. Ich liebe das. Okay. Schön mit den Steinen hier. Hier mal ein kleines wenig, kleines bisschen auf das Meer hinaus. Fliegt nicht übers Meer. Und alles schön in den vollen 5,4K. Ganz sanft und sachte hier drüber geflogen. Ich sehe sie ganz gut. Bewegt sich schön langsam. Die 60 Frames per Second Aufnahmen werde ich auch hin und wieder mal benutzen mit den 4K. Aber was ich nicht mehr machen werde, ist in 60 FPS schneiden. Das ist ein Albtraum, ist das. Das habe ich unserem Sven ja auch schon oft erzählt. Er schwört ja so auf die 60 FPS. Wobei, gestern ist er wohl geflogen an einer Burg, an einem Schloss. Und da hat er dann auch mit 4K 30 FPS gefilmt. Und das hat ihm wohl auch ganz gut gefallen. So, jetzt sind wir tatsächlich gleich über dem Meer. Im Hintergrund fährt ein Schiff vorbei. Nett anzuschauen. So, sie ist nicht sehr hoch. Die Höhenangabe sagt hier minus 2,2. Das nehme ich jetzt wieder raus und gehe wieder auf 5K. 5K 30. Dann wieder. Wie gesagt, die Master Shots sind im Kasten und noch ein paar weitere schöne Aufnahmen habe ich gemacht von den Wellen hier ein wenig. Und gleich werde ich dann noch die RTH-Funktion mit der freien Kamerabewegung noch mal ausprobieren, auch mit der
mit der R2S. Gut. Mal kurz Überflug hier. So, der Akku ist gewechselt und jetzt werden wir dann nochmal auch mit der R2S versuchen, im automatischen RTH das hinzubekommen mit der freien Kamerabewegung. Bin schon sehr gespannt drauf. Jo, die R2S gestartet. Dann fliegen wir jetzt wieder an die so ziemlich dieselbe Position, wie wir das mit der Mini 2 gemacht hatten, als wir das ausprobiert haben. Eben ist hier auch gerade wieder noch wieder ein kleiner Flieger drüber geflogen, aber der müsste mittlerweile weg sein. Okay, Aufnahmen starten. 94% hat der Akku. Geht's mal in die Lüfte. Diesmal gleich etwas höher. Ich gehe jetzt mal in den Sportmodus gleich. Ich habe jetzt den ND32 drauf. Ich wusste eben gar nicht, welchen Feder ich vorher drauf hatte. Okay, langer Rede, kurzer Sinn. Gleich jetzt mal im Sportmodus an die Ausgangsposition geflogen. Meter Höhe haben wir jetzt hier. Versuchen wir mal auf 2 Kilometer zu kommen. Und das war das, dann dort starten. Verbindung ist gut. Akku sagt 79%. Bin ziemlich hoch. Doch auf 100 Meter. Na gut, mal das mal ausprobieren mit dem RTH. Rückkehr. Go home. Jo, die Höhe bleibt auf 80 Metern. Hab das eben gar nicht mitgekriegt, dass ich doch schon so hoch war. Ja, gut. Und ich kann die Kamera nicht bewegen. Schade. Schade, schade, schade. Okay, das funktioniert so nicht. Schade, ist nur bei der Mini. Nur bei der Mini 2. Dass ich die Kamera dabei dann bewegen kann. Ich kann zwar jetzt runterschwenken, hoch und runter schwenken, das geht. Das Gimbal. Aber ich bin nicht in der Lage, was heißt die Kamera? Ich bewege ja das gesamte Fluggerät. Dann zur Seite oder nach unten und so weiter. Und das geht halt nicht mit der R2S. Das ist schade, dass das nicht mit drin ist. Vielleicht ist es jetzt noch nicht mit drin, dass das in einer der späteren Versionen implementiert wird. Sollen wir mal schauen. Alles, was ich soweit machen kann, ist, wie gesagt, die Aufnahme, die Kamera schwenken nach oben oder nach unten. Sehr interessant. Also das spricht natürlich alles sehr für die Mini 2, dass ich da diese tollen Aufnahmen machen kann in der RTH-Funktion, wenn sie automatisch zu meinem Standpunkt zurückfliegt und ich dann die gesamte Drohne jedoch so frei bewegen kann, um halt tolle Aufnahmen hinzukriegen, möglichst cinematische Aufnahmen. Ich denke, da werde ich dann doch für meine kleine Mini 2 noch weitere Akkus brauchen. Womit sich mal wieder zeigt, dass es doch eine sehr gute Idee ist, gleich das Flymore Bundle zu kaufen. Denn günstiger kommt man an die Akkus nie wieder dran. Tja, wenn euch das Video gefällt, gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Schreibt einen kleinen Kommentar, auch wenn ihr euch andere Videos wünscht, was ich noch alles aufnehmen kann. Einfach mal reinschreiben unten in die Kommentare. Ja,
Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jetzt auch gerne machen. Die Glocke drücken ist immer wichtig, damit ihr auch benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, so ist das. Okay. Dann komme ich jetzt zurück hier. Mit der DJI Air 2S. So, gedreht. Ja. Mal schauen, ob ich überhaupt noch gut zu hören bin, so, wenn sie halt direkt neben mir schwebt. Ich finde, die Lautstärke ist doch ein bisschen mehr als bei der Vorgänger, bei dem Vorgängermodell, bei der R2. Die R2S, nach meinem Empfinden, ist doch ein bisschen lautstärker. Naja, okay, dieser Testtag war doch recht erfolgreich, hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe die Mini 2 gut ausprobieren können mit der neuen Funktion, dass ich sie halt frei bewegen kann, während das RTH eingeleitet ist, die Return-to-Home-Funktion, die automatische. Mit der R2S hat das leider nicht funktioniert. Vielleicht wird das ja in einem späteren Software-Update mal auch implementiert, diese Funktion. Das wäre wünschenswert, das wäre echt toll. Ja, und sonst die Master Shots hab ich probiert. Mal gucken, wie die dann so geworden sind. Und noch ein paar Aufnahmen hier schön an der Küste gemacht. Okay, dann möchte ich mich erstmal bei euch allen bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt einen kleinen Kommentar. Abonnieren, die Glocke drücken. Du weißt ja, wie das immer läuft. Ja, und dann bleibt mir nur dir zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst. Habt viel Spaß, unternehmen was Schönes, wie ich heute hier mit der Mini 2 und der R2S an der Nordseeküste. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem neuen nächsten Video. Also, macht's dann gut und bis bald, dein Matthias. War gut? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Okay. Soll ich dich mal handcatchen? Probiere ich mal. Ich probiere jetzt mal, sie mit der Hand zu fangen. Schalte dazu in den Sportmodus. Das hat gut funktioniert. Schwein gehabt.